Formen haben, ne? Sicherlich ist er für uns ganz interessant und gut. Macht die ganze Meisterschaft wieder interessanter, damit den Bashing nicht echt davonzieht. Bevor wir uns jetzt das Spiel anschauen zwischen Magdalena und ihrer Mannschaft, also wollen wir nicht allzu viel verraten noch im Vorhinein, obwohl den meisten das Ergebnis bekannt sein dürfte, aber machen wir es trotzdem ein bisschen spannend, plaudern wir vielleicht vorher ein bisschen allgemein über die Fans, denn ihr Verein ist ja wirklich der Publikumsmagnet in der ersten Landesliga. Ganz ehrlich, haben Sie gerechnet mit so einem Riesenzustrom? Eigentlich schon. Es war eigentlich einer der Gründe, warum ich das Amt und die Fortführung des FC Linz eigentlich geplant hatte. Ohne diese Fans, die ich beim letzten Spiel gegen LASK zu Hause erlebt habe, das war einer der Hauptgründe, wie ich gesehen habe, was diese Leute alles bewegen und wie die das selbst bewegt hat, dieses Spiel, war für mich auch klar, ich mache etwas. Aber natürlich mit Unterstützung dieser Fans. Und wie sind Sie gerade auf die damalige Austria-Tabak-Mannschaft gekommen, praktisch sozusagen als Geburtsstätte oder als Heimstätte des FC Linz? Es war so, dass knapp nachdem bekannt gegeben worden ist, diese Scheinfusion, haben sich einige echte Blau-Weiße Gedanken gemacht, wie sollte es eventuell noch weitergehen. Ein Spielbetrieb in der ersten Bundesliga war undenkbar, zum Teil aus finanziellen Gründen, zum Teil aber auch, nachdem die Lizenz zurückgegeben wurde. Und so suchten wir einen Weg, den blau-weißen Fußball in Linz weiterhin fortführen zu können. Es hat sich dann außer der BAK in dem Sinn angeboten, dass wir festgestellt haben, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten gibt. Das erste waren mal die blau-weißen Vereinsfarben, ebenfalls blau-weiß, ebenfalls ein ehemaliger Werksverein, ebenfalls eine Tradition, unser Verein 51 Jahre. Austria-Tabak über 60 Jahre. Aber eigentlich hat man ja nicht rechnen können damit, dass man die Fans, die es bisher gewohnt waren, ins Linzer Stadion zu gehen und einem Bundesliga-Club zuzujubeln, auch wirklich in die Landesliga kommen. Es war allerdings zu diesem Zeitpunkt so, dass die Fans mit fast allem einverstanden waren, damit es irgendwo weitergeht. Und ich glaube, die Lösung mit Austria-Tabak war zu den Gegebenheiten sicher das Beste. Ja, und viele Fans kommen und sind auch wieder gekommen am letzten Sonntag. Und da kommen wir jetzt zu unserem letzten Spielbericht der 13. Runde in der ersten Fußball-Landesliga. Es ist ein ewig junges Derby. Früher mal hat es halt geheißen Urfa gegen Tabak. Jetzt heißt es halt Urfa respektive SK St. Magdalena gegen FC Blau-Weiß Linz. Viele sind gekommen und die sollten auch tatsächlich viele Tore sehen. Nicht unbeteiligt daran auch die Tormannsituation beim SK St. Magdalena, denn der erste Tormann, Christoph Greifeneder, ist verletzt, der zweite hat sich auch wehgetan, der dritte, das ist der Tscheche Petr Skala, der früher mal zweiter und auch erster Tormann war, ist aus der Tschechei nicht gekommen, also musste ein 17-jähriges Talent ins Gehäuse der Urferaner. Ja, ein wirklich unglaubliches Resultat, 7:2. Also ich denke mal, das ist fast einzigartig. Wir haben zwar gehört, Gerald Berz hat gesagt, das, er hat schon mal mit 8:3 gegen Magdalena gewonnen, aber alle Tage fallen nicht so viele Tore. Ne? Der Meinung bin ich sicher auch. Wir haben uns einige Tage vorher zusammengesetzt und haben selbst Tipps abgegeben. Wir waren zwar alle auf Sieg eingestellt, aber es hat sich keiner über 3:1 hinaus tippen getraut. Und ich muss sagen, nachdem es dann 2:0 gestanden ist und kurz darauf 3:0, war mir schon klar, dass heute noch mehr drinnen ist. Ich glaube, es gibt immer dieses Toto, dieses Tippen da am Platz. Ich denke mal, nachdem da der Reingewinn an die Jugend von Magdalena geht, dürften die ganz schön abkassiert haben in diesem Fall. Ne? Weil 7:2 wird niemand getippt haben. Ich weiß es nicht, ich habe nicht nachgefragt. Ich habe auch nicht nachgefragt, aber es war so, dass einer unserer Fans mir den Zettel gezeigt hat in der Halbzeit, hätte 7:1 getippt. Nein. Aber ich vermute, das war eigentlich mehr Spaß. Aha. Naja gut, kommen wir vielleicht noch einmal ein bisschen auf Ihren Verein zu sprechen, jetzt was den Vereinsnamen betrifft, denn es hat ja Stimmen gegeben, die gesagt haben, es ist die alte Chickbude, die heißen halt jetzt nur anders. Wie ist denn die Identifikation mit dem tatsächlichen ehemaligen Bundesliga-Club FC Linz? Also wir sind eindeutig der FC Linz. Wir sind der Nachfolgeverein des SK Vöst und FC Linz, fühlen uns total so und auch unsere Fans und Anhänger, die ja früher im FC Linz oder SK Vöst-Anhänger waren, sehen das so. Nun hat der Christian Reisenbichler gesagt, er geht nie mehr wieder ins Stadion. Könnte er nicht irgendwann einmal wieder sehr gerne mit uns ins Stadion gehen. Wir haben ihn ja gerade gesehen mit den Bildern,
Harry Leitner auf seinen Schultern. Ich glaube, es ist doch ganz wichtig, dass es da ein paar so Figuren gibt, die die Fans auch zusammenhalten. Denn eins muss man auch sagen, es gibt auch ein paar Dummköpfe unter den Fans. Das lässt sich leider nicht verhindern. Das ist aber nicht nur bei diesem Verein so, sondern bei jedem Verein, der eben größere Zuschauermassen anzieht. Das war in der Bundesliga, wenn man schaut, Rapid, Austria, Wien und dergleichen, oder in Deutschland oder auch in Holland, früher auch in England. Also ich glaube, das kann man nicht einfach jetzt nur auf uns ummünzen. Wir sind einmal in der Landesliga ein Verein mit sehr vielen Zuschauern und sehr vielen Fans. Und da gibt es halt leider immer ein paar, die aus der Rolle fallen. Gut. Ich sage Dankeschön für den Besuch im Goldstudio, Hermann Schellmann. Danke. Noch toi 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 für die restlichen Spiele und auch gleich fürs Frühjahr. Und zu guter Letzt.